Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics und willkommen bei einem weiteren Ankündigungsvideo, das heißt einem Video, wo ich so ein bisschen drüber rede, was so in meinem Kanal herum passiert oder was so vielleicht in nächster Zukunft kommen wird. Und wie immer, bevor ich das mache, möchte ich euch sagen, was ihr jetzt hier für ein Spiel im Hintergrund seht. Es ist mal wieder eine Partie gegen Malte, den E-Sportler, mit dem ich ja jetzt schon einige Sachen zusammen gemacht habe. In dem letzten Ankündigungsvideo in Nummer 11 war die erste Partie von einer Best-of-3-Serie zu sehen und ich habe gesagt, ja, Partie Nummer 2 wird es dann auf einem Kanal von Malte geben. Jetzt war es dann so, dass er gerade nicht die Zeit hat, diesen Kanal aufzumachen und er auch gar nicht weiß, was er da dort alles anbieten würde. Und dann hat er gesagt, ja Junge, mach es einfach für deinen Kanal oder verwende das Spiel für deinen Kanal. Da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne, denn es ist ja auf jeden Fall, sage ich mal, ein recht ansprechendes Niveau. Ich weiß, es hört sich jetzt wieder arrogant an, aber ich denke auf jeden Fall ein ganz ansehnliches Spiel, so von der Spielstärke her. Und dementsprechend nutze ich das sehr gerne, um jetzt hier das im Hintergrund laufen zu lassen, während ich so ein bisschen erzähle. Was ich dann jetzt hier auch noch kurz erwähnen möchte ist, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie ich Real Madrid aufstelle. Das Ganze, sage ich mal, ist jetzt unter Vorbehalt. Weil, warum unter Vorbehalt? Es liegt einfach daran, dass ich persönlich normales FIFA im Saisonmodus noch gar nicht so viel gespielt habe und dementsprechend habe ich noch gar nicht so viel mit Real Madrid gespielt und natürlich auch nicht mit anderen Vereinen. Das liegt einfach daran, dass ich, wenn ich normales FIFA spiele, also nicht Ultimate Team, spiele ich vor allem virtuelle Bundesliga. Da bin ich ja so, ja, ein bisschen immer bei Frankfurt vorne dabei. Im Endeffekt ist mein Ziel unter Umständen am Erster in der Frankfurter Liste zu sein oder der Frankfurter Rangliste über die 6 Monate hinweg. Weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das schaffen kann, was die Zeit betrifft. Zeit ist ein wichtiger Punkt, gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil es jetzt hier auch an dem Video Thema sein wird. Was ich dann einfach nochmal jetzt kurz hier ausführen wollte, ist, dementsprechend habe ich noch nicht so viel rumexperimentiert mit den ganzen Mannschaften, nicht mit Chelsea, mit Madrid, City, was weiß ich, was es alles gibt, weil ich bekomme natürlich sehr viele Fragen oder immer wieder Fragen hier, wie stellst du Chelsea auf, welche Formation kannst du mit Barcelona empfehlen? Ich habe sehr wenig mit diesen Mannschaften gespielt, mit Barcelona habe ich vielleicht mal 4 oder 5 Partien gemacht, Chelsea vielleicht 2 oder 3, keine Ahnung, und dementsprechend, ja, kann ich zum einen euch gar nicht sagen, was ich da empfehlen würde, und zum anderen fehlt mir auch die Zeit, solche Fragen zu beantworten. Und Zeit ist jetzt auch der Punkt, worauf ich zu kommen sprechen möchte. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ich glaube schon. Ja, es ist einfach so, ich habe ja schon häufig erwähnt, ich bin momentan nebenbei dabei, eine Masterarbeit zu schreiben. Und jetzt ist es langsam so, dass es in die heiße Phase geht. Und dadurch ergibt sich einfach ein Zeitmangel, wo ich sagen muss, ich muss die Priorität auf die Masterarbeit setzen. Und das wird dazu führen, dass ich weniger Zeit für meinen Kanal aufbringen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte erst mal kurz ausführen, was ich eigentlich mache bei der Masterarbeit, weil das wird auch sehr häufig gefragt. Es ist jetzt so, dass ich im 10. Semester, oder jetzt komme ich eigentlich, oder ich bin schon im 11. Semester, studiere ich Bioinformatik hier in München an der TU und an der LMU. Das heißt, beide Unis hier in München, da studiere ich das. Und ich habe die Masterarbeit, glaube ich, im Juni oder Juli begonnen. Und geplante Abgabetermin, oder zumindest ist es momentan darauf festgesetzt, ist der 15. Januar. Das sind jetzt noch gut 2 Monate. Und jetzt muss ich langsam anfangen, da auch ein bisschen zu schreiben. Also momentan habe ich eigentlich die ersten 4 Monate an der Arbeit mit einem Datensatz gearbeitet und habe da halt, sage ich mal, ein bisschen analysiert. Und jetzt geht es in die Richtung, dass ich dann die Ergebnisse ausformuliere und das Ganze aufschreibe und so, dass dann auch eine Arbeit entsteht, die ich dann irgendwann ausdrucken kann und abgeben kann. So, das nun mal so, und dementsprechend geht es da jetzt in die heiße Phase. Ich muss da auch, sage ich mal, oder ich probiere bestimmte Zeitpunkte einzuhalten, dass da schon vorher Versionen fertig sind, die immer durchgeschaut werden können. Und dementsprechend muss ich jetzt einfach sagen, okay, ich muss den Fokus auf die Masterarbeit setzen, oder ich möchte auch den Fokus auf die Masterarbeit setzen, und der Channel muss ich einfach mal ein bisschen von den Prioritäten ein bisschen heruntersetzen. Und was hat das jetzt für euch für eine Auswirkung, oder warum betrifft euch das? Ich glaube, ich habe jetzt, was ich seit unglaublich vielen Wochen oder Tagen es geschafft, wirklich jeden Tag ein Video hochzuladen. Und an manchen Tagen sogar 2. Und das werde ich jetzt einfach wahrscheinlich nicht mehr schaffen können. Ich muss jetzt ja sagen, das schaffe ich einfach nicht mehr. Und das wird dann wahrscheinlich jetzt so sein, dass dann demnächst die Frequenz abnehmen wird und dass dann wahrscheinlich nur noch alle 2 Tage ein Video kommen wird. Und dann unter Umständen natürlich auch kann es sein, dass ich sage, okay, vielleicht mal zwischen Videos 2 Tage Pause. Und es geht einfach nicht anders, und ich wollte es einfach euch quasi auch hier erklären, damit ihr das versteht. Ich denke, es wird natürlich trotzdem häufig dann die Frage aufkommen, oder es wird dann
weil nicht jeder hier dieses Video schauen wird, würde dann unter dem Video schreiben, hier, Tess, kommt da heute noch ein Video. Und dann könnt ihr, wenn ihr das jetzt hier gehört habt und dann diese Frage lest, könnt ihr demjenigen sagen, hier, schau mal das Ankündigungsvideo an. Er hat momentan einfach ein bisschen weniger Zeit und dementsprechend schafft er es jetzt nicht mehr, jeden Tag ein Video rauszubringen. Ich meine, im Endeffekt, ich habe bei ihm kurz drüber nachgedacht, das hört sich jetzt blöd an. Für so ein Video, theoretisch müsste ich ja nur einfach mal 20 Minuten irgendwas aufzeichnen und das dann schnell irgendwie fertig machen und hochladen. Es hört sich sehr einfach an. Es ist ein bisschen mehr Aufwand und der andere wichtige Punkt ist, ich muss auch Lust haben auf das Spielen. Wenn ich vorher den ganzen Tag irgendwie mit meinem Scheiß hier von der Masterarbeit mich auseinandergesetzt habe, irgendwie den ganzen Tag im Institut gehockt habe und daran gearbeitet habe, dann komme ich vielleicht abends um 19, 20 Uhr nach Hause und dann sage ich, boah, jetzt habe ich aber auch keinen Bock oder keine Lust, noch ein Video aufzuzeichnen. Das hört sich jetzt irgendwie faul an, aber der Punkt ist einfach, ich muss wirklich Lust haben, wenn ich aufzeichne, weil es ist einfach ein sehr wichtiger Faktor, dass ich motiviert bin, dass ich Spaß am Spielen habe und diese Lust auch wirklich gut rüberbringen kann, weil wenn ich es nicht habe, dann nehme ich da ein Video auf, bin so ein bisschen am Spielen, red so ein bisschen vor mich hin, aber ihr denkt euch, ja, der Junge hat gar keinen Spaß am Spielen, es fehlen dann die Emotionen, es fehlt einfach, ja, die Leidenschaft und dann denkt ihr euch, was ist denn das für ein Scheißvideo, das unterhält mich nicht, denn das ist ja wirklich der Punkt, die Videos müssen euch unterhalten, die müssen euch Spaß machen, es muss irgendwie das Spielgefühl oder der Spielspaß rüberkommen und wenn ich mich zwingen muss, ein Video aufzuzeichnen, dann kommt das natürlich zu kurz und dann hat es auch keinen Sinn, wenn ich da so ein Video aufzeichne, weil ich einfach mir sage, ich muss jetzt ein Video aufzeichnen. Und dementsprechend mache ich es dann so, dass ich das ein bisschen drossel und mir dann einfach irgendwann mal die Zeit nehme und sage, okay, jetzt produziere ich mal wieder was, ich zeichne was auf und dann ist das auch wieder was, was dann wirklich ansehnlich für euch ist. Und dementsprechend, ich möchte euch einfach nur darauf aufmerksam machen oder darauf hinweisen, es wird einfach so sein, dass ich die, ich habe es glaube ich sogar im letzten Ankündigungsvideo schon angedeutet, dass es irgendwann so kommen wird oder ich habe gesagt, es wird wahrscheinlich so sein und jetzt denke ich, es wird auf jeden Fall konkret so sein, dass es demnächst die Videofrequenz abnehmen wird. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was für Videos kommen dann jetzt demnächst oder was werde ich noch einfach weiterhin produzieren. Momentan läuft hier eigentlich so hauptmäßig drei Sachen. Zum einen mein Let's Play Ultimate Team. Das ist ja irgendwie klar, es ist einfach so fast Kern meines ganzen Channels. Dann das Road to Championship, was von der Frequenz her sowieso recht gering war, teilweise wahrscheinlich nur ein Video in der Woche, weil ich ja auch immer da ein bisschen Rücksicht nehme, was ihr gerne abstimmen wollt, etc. Und dann hat jetzt neu begonnen diese Serie, wo ich dieses Ultimate Team Turnier spiele. Und da ist es ja so, da gibt es ja auch Deadlines, bis wann diese Spiele gespielt werden müssen. Und dementsprechend muss ich mich ja da auch an was halten. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall auch jetzt dann immer wieder mal was aufnehmen und produzieren. Und ich denke dann vor allem, dass jetzt in nächster Zukunft dann wahrscheinlich ein bisschen mehr von diesen Turniervideos kommen werden, anstatt dem Ultimate Team Let's Play. Also weil ich muss zunächst, also wenn ich spiele, dann spiele ich erst dieses Ultimate Team Turnier. Und wenn ich dann noch Zeit übrig habe, dann werde ich von das Ultimate Team oder das Let's Play Ultimate Team was aufzeichnen. So, dass ihr einfach mal so versteht, wie da die Reihenfolge ist, was ich dann, worauf ich Priorität setze, wenn ich aufzeichne. Okay, und was ich jetzt auch noch dazu sagen wollte zu diesem Ultimate Team Turnier, es ist ja wirklich ein heißes Thema, was, also beziehungsweise Thema Nummer 1 unter diesen Videos ist, in welchem Forum oder welches Forum geht es da? Also ich habe ja gesagt, das Turnier wird in einem Forum veranstaltet und es wollen super viele Leute wissen, was das für ein Forum ist. Ich habe meine Gründe, es nicht zu sagen, weil ich habe es schon mal erwähnt oder ich habe es in einem anderen Video erwähnt, was für ein Forum das ist, nämlich in dem Video Chancenerarbeitung 1 habe ich gesagt, da habe ich ja Konzepte vorgestellt, wie man sich Chancen erarbeitet und ich habe gesagt, hier diese Konzepte habe ich zum ersten Mal verfasst oder niedergeschrieben in diesem Forum. Und da habe ich zu Teilen ein bisschen Kritik bekommen, weil sich ein paar gewundert haben, warum ist jetzt auf einmal, warum ich über ein Forum rede, was nichts mit FIFA zu tun hat. Und genau das ist der Punkt. Es ist kein FIFA-Forum. Es ist einfach nur so, dass es ein wirklich großes Forum ist, wo es ein paar FIFA-Spieler gibt. Aber worauf ich jetzt hier einfach hinweisen möchte, ist, es ist nicht so, dass es sich jetzt lohnt, in diesem Forum sich anzumelden, nur um da FIFA-Turniere zu spielen. Da findet vielleicht mal ein Turnier alle paar Wochen statt, oder alle paar Monate. Und dementsprechend sollte man sich jetzt da nicht einfach nur anmelden, um da drauf zu hoffen, in einem Turnier mitzuspielen zu können oder mal gegen mich zu spielen, sondern ich habe einfach, bin da schon jahrelang in diesem Forum aktiv, habe da einfach einen anderen Bezug dazu. Und
Also ist jetzt nichts so was Geiles, Besonderes und auch nichts Geheimes. Ihr solltet nur über 18 sein. Das ist so eine kleine Randnotiz. Diejenigen, die wissen, was es für ein Forum ist, wissen jetzt wissen Bescheid. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber es ist auch nicht sonderlich schwer herauszufinden. Zum einen habe ich jetzt gesagt, dass ich sogar an einem Video erwähne, was das für ein Forum ist. Das ist übrigens ein toller Fehlpass, den ich da gespielt habe. Sensationell. Toller Fehler. Und also es ist, wenn man sich damit beschäftigt, ist es nicht schwer herauszufinden, was es für ein Forum ist. Okay, dann wollte ich jetzt auch nochmal so ein bisschen nochmal über andere Themen reden. Das geht auch, sage ich mal, wieder in Richtung Zeitmangel. Weil ich weiß oder ich habe gemerkt, dass einfach, jetzt hier stelle ich übrigens mal die Formation ein bisschen um. Ihr seht es, ich spiele hier im 4-1-3-2. Jetzt stelle ich auf im 4-1-2-1-2, weil es einfach ein bisschen offensiver ist. Und was halt wirklich jetzt immer wieder verstärkt letzter Zeit gefragt wurde, sind Tutorial-Videos. Und mir ist das Problem bewusst, ich weiß, dass ich meinen Kanal mit Tutorial-Videos begonnen habe. Beziehungsweise jetzt müssen wir kurz mal Pause machen, weil hier mache ich wirklich einen schönen McGeady, ziehe schön in die Mitte und ziehe damit Ronaldo schön ein bisschen drauf, schön in die lange Ecke. Und das ist dann hier, sag ich mal, ein wirklich ansehnlicher Anschlusstreffer gewesen. Schönes Ding, hier in die Mitte gezogen, dann hat er mir ein bisschen zu viel Raum gelassen und Ronaldo hat dann einfach auch diese Klasse, um aus so einer Situation ein Tor zu erzielen. Und dann habe ich jetzt hier direkt die Möglichkeit, in der 61. Minute den Anschlusstreffer zu erzielen und dann kann ich jetzt hier unter Umständen die Partie noch ein bisschen enger gestalten. Worauf ich hinaus wollte, Tutorial-Videos, ich weiß, mir ist diese Problematik bewusst, viele erwarten von mir oder hoffen auf Tutorial-Videos und ich muss euch sagen, ich habe echt gute Ideen und ich habe so viel Lust, Videos zu machen, aber natürlich, ich habe, wenn ich keine Zeit habe, diese normale Videoproduktion zu machen, weil das ist ja auch so eine Erwartung, die an meinem Kanal besteht, dass irgendwie jeden Tag ein Video kommt. Und dementsprechend hätte ich da schon einfach aufgrund von Tutorial-Videos die Frequenz heruntersetzen müssen. Und jetzt ist natürlich so, dass ich das auch einfach, weil ich jetzt hier nicht mehr schaffe, jeden Tag ein Video zu bringen, was an sich eigentlich schon ich respektabel finde, über so einen langen Zeitraum alleine jeden Tag ein Video rauszubringen, dann schaffe ich es natürlich jetzt auch nicht, Tutorial-Videos rauszubringen. Und ich habe so viele noch tolle Ideen und ja, es ist, ich finde es recht schade, dass ich all dieses Potenzial, was ich da natürlich habe an Videos, die wirklich von vielen Leuten geschaut werden möchten und die euch auch weiterbringen, dass ich die momentan nicht produzieren kann. Das tut mir echt ein bisschen leid. Ich habe mir so viel vorgenommen für FIFA 13, aber ich schaffe es zeitlich nicht, diese Sachen zu produzieren. Aber natürlich, wenn ihr aufgepasst habt, im Januar ist Abgabe geplant, unter Umständen vielleicht Februar, keine Ahnung. Ich plane eigentlich im Januar abzugeben oder es soll im Januar abgegeben werden. Dann habe ich unter Umständen danach ein bisschen mehr Zeit. Und das ist natürlich eine Sache, wo ihr euch unter Umständen darauf einstellen könntet, dass dann natürlich ich wieder ein bisschen mehr die Möglichkeit habe, noch mehr Zeit in den Channel zu stecken und dass dann unter Umständen wirklich nochmal eine rosige Zeit für diesen Kanal ansteht, was Videos betrifft und wirklich innovative Sachen betrifft. Und aber diejenigen, was ich hier noch sagen muss, die mal die Videos gegen Sepp von Pete's Meat gesehen haben, haben mitbekommen, dass ich da in der zweiten Episode so ein bisschen was angedeutet habe, dass etwas passiert, aber ich durfte oder ich wollte noch nicht zu viel erzählen und dieser Stand ist immer noch so, dass ich da noch nicht zu viel erzählen kann, aber es ist etwas zu Tutorials in der Mache. Aber ich kann noch nicht sagen, was genau, es ist vielleicht ein bisschen auch anders, als es unter Umständen ihr gewohnt seid, aber dennoch denke ich, ganz interessant. Vielleicht unter Umständen für ein anderes Publikum, aber wie gesagt, ich kann noch nicht so viel erzählen, aber ich denke, also zu 90% wird auf jeden Fall was kommen und dann auch in möglichst naher Zukunft. Das ist natürlich auch dieser Punkt, den ich jetzt hier gerade erzähle oder worüber ich rede, ist auch ein Teil, warum ich sage, okay, ich muss meine normale Videoproduktion, das heißt dieses tägliche Video, schaffe ich nicht mehr, das muss ich runterschrauben. Hier stelle ich jetzt übrigens noch eine Dreierkette um, weil, ja, ich muss hier einfach auf das Unentschieden spielen oder vielleicht auch auf den Sieg. Es bringt mir nichts und dementsprechend gehe ich jetzt hier voll in die Offensive, stelle auf Dreierkette um. Und ja, wie gesagt, also, dass ich da noch diese Baustelle mit Tutorial-Videos habe, führt auch dazu, dass ich dann natürlich auch bei meinen regulären Videos von meinen Let's Plays etc. Da einfach ein bisschen die Frequenz runternehmen muss. Und dann, auch jetzt habe ich gerade schon über Potenzial geredet und so weiter und jetzt gerade vor ein paar Tagen habe ich die 15.000 Abonnentenmarke geknackt, auch wieder so eine krasse Zahl. Ich kann mich noch an ein Video erinnern, wo ich dieses Over 9000 gemacht habe, da waren es 9000 Abonnenten, jetzt sind es 15.000. Das ist einfach eine wahnsinnige Zahl und wirklich ist großartig. Und diejenigen, die von Anfang an dabei sind, wissen oder haben es mitbekommen, es gab noch nie von mir ein Abonnenten-Special. Zum einen, der Punkt ist, ich bin, es gibt mehrere Gründe, warum ich es noch nicht gemacht habe. Zum einen,
Zeitmangel. Zum anderen, wenn ich Special mache, soll es wirklich Special sein. Es soll nicht irgendwie so, oh, ich mache eine Doppelfolge von irgendetwas oder ich mache ein stundenlanges Video. Das gab es bei mir immer wieder mal und dementsprechend ist das nicht für mich ein Special. Wenn ich irgendwas als Special verkaufe, dann soll es Special sein und auch Special drinne stecken und nicht nur Special draufstehen. Und dementsprechend hat sich das für mich noch nicht ergeben und ich habe da eigentlich schon ein paar coole Ideen, was man so machen könnte für Specials, aber wenn ich es mache, dann soll es perfekt sein oder es soll richtig gut sein und dementsprechend habe ich es noch nicht geschafft oder noch nie geschafft, ein Special zu machen und das ist auch für mich so eine Sache, boah, wo es mir echt leid tut, weil ich denke, es wären echt coole Sachen, aber ich schaffe es nicht und dann auf einmal, ja, auf einmal ist es 9.000, dann sind es auf einmal 10.000, jetzt sind es 15.000, es geht ja so schnell und ja, ich irgendwann wird es mal einen riesigen Knall tun und dann wird was rausgehauen. Und an Specials quasi oder an einem Special, was dann richtig geil wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich irgendwie erst Januar oder Februar wird und keine Ahnung, wo dann der Kanal steht, bei wie vielen Abonnenten. Aber ich weiß es und es tut mir irgendwie leid, dass ich da nichts in die Richtung mache und ich habe da auch irgendwie fast ein bisschen schlechtes Gewissen, aber es ist nun mal so. Und ich wollte nur sagen, dass es bei mir auf dem Schirm ist. Und hier sind wir jetzt langsam. Jetzt bin ich überlegen, ich habe eigentlich so fast alles abgehandelt. Nee, noch nicht ganz. Das fällt mir gerade auf. Zu diesem Ultimate Team Turnier, das muss ich jetzt noch loswerden, weil es mich auch immer wieder beschäftigt oder mich ein bisschen ärgert. Es gibt jetzt Leute, die haben rausgefunden, was es für ein Forum ist. Ist wie gesagt nicht sonderlich schwer. Aber bitte, tut doch bitte den anderen Zuschauern, die einfach nur auf meinem Kanal dieses Turniergeschehen mitbekommen wollen. Die sehen hier, guck mal, da sechste Episode, Gruppenphase und wollen sich das Spiel anschauen und gehen da ganz offen rein und schauen sich das an. Die wollen nicht vorher wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Unter Umständen steht das Ergebnis schon seit ein paar Tagen fest, aber bitte, warum schreibt ihr es dann rein in die Kommentare, wie die Spiele ausgehen? Warum wollt ihr euch in diesem Maße profilieren? Was bringt es euch das, den anderen den Spaß zu nehmen, die einfach nur sich diesen Turniererlebnis hingeben wollen, wie es jetzt hier in diesem Maße ist, dass sie das wirklich alle Spiele sehen? Warum wollt ihr ihnen die Spielfreude nehmen und die Ergebnisse spoilern? Bitte macht es nicht. Es ist einfach, ich find's blöd. Ihr müsst euch nicht in diesem Maße profilieren und den anderen so sagen, hey, guck mal, ich weiß, in welchem Forum das ist und ich weiß schon die Ergebnisse. Davon hat keiner was, finde ich. Und dementsprechend lasst es. Ich probiere diese Kommentare zu entfernen und ich bitte euch, das zu lassen. Und hier sind wir jetzt hier an dem Ende. Ich habe dieses Spiel leider gewonnen. Ich denke, es war auf jeden Fall eine ganz gute oder interessante Partie. Irgendwas wollte ich eigentlich noch sagen, aber jetzt fehlt mir auch die Zeit, rennt aus und das ist jetzt ein Standbild, was ihr jetzt seht. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß es nicht. Egal, dann, okay. Ich habe eigentlich alle Punkte abgehandelt, aber irgendwas war gerade noch in meinem Kopf, was ich loswerden wollte. Ich denke mal kurz drüber nach. Forum, Spoiler. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Mein Papa würde sagen, das war eine Lüge. Aber okay, dann, es war eigentlich keine Lüge. Egal. Hier ist es jetzt so, dass der Malte das Spiel gewonnen hat. Das heißt, es gibt noch eine dritte Partie und die wird es dann wahrscheinlich beim Ankündigungsvideo Nummer 13 geben. Und ja, mal sehen. Keine Ahnung, ist ja auch immer ganz interessant, über was werde ich im Ankündigungsvideo 13 reden. Keine Ahnung, lasst euch überraschen. Ich bin gespannt. Ich bin selber gespannt, das ist schon mal ein guter Punkt. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.